Es ist ein ernster Ton, der am gestrigen Vormittag das Duisburger Rathaus beherrschte. Existenz, Leben und Tod. Sie sind die Themen, die die rund 120 Besucher in den historischen Räumen des Stadthauses bewegen. Dabei ist der Anlass für die Zusammenkunft alles andere als ein Grund für Traurigkeit. Denn ein historischer Moment führt die Beteiligten hier zusammen. Die Geburt der Duisburger Rathausgespräche. Ein Forum, in dem sich Bürger und Experten zum Gespräch zusammenfinden. Mir liegt schon sehr daran, dass die Bevölkerung nicht nur zuhört, sondern dass sie sich auch beteiligt. Weil das ist eine ganz offene Veranstaltung, die von drei Bürgern hier reingetragen wird, die kulturell, medizinisch, sozial, auch politisch ein bisschen den Überblick haben. Und das ist dann auch eine Plattform, die mithilft, richtige Bürgerlichkeit wieder ins Leben zu rufen. Wenn am Ende dieser Veranstaltungsreihe, wann auch immer sie enden wird, die Bürger wieder ihr Rathaus kennen und umgekehrt, haben wir schon viel gewonnen. An 4 Sonntagen im Jahr sollen nun dort, wo sonst Verwaltung und Politik stattfinden, über aktuelle Themen diskutiert werden. Gegenstand des ersten Gesprächs war dem Fachbereich des Initiator folgend die Organspende. Ein sensibles Thema, zu dem selbst die 7 geladenen Experten aus Medizin, Politik und der Rechtswissenschaft die verschiedensten Auffassungen vertreten. Unterschiedlichste Interessen treffen hier aufeinander und kaum ein Thema scheint stärker von Emotionen besetzt zu sein. So scheint für viele die Entscheidung für oder gegen die Organspende noch immer sehr befremdlich. Jüngste Schlagzeilen durch die Fälle in Göttingen und Regensburg tun hier ihr Übriges dazu. Ein Gegenstand, der auch an den Bürgern nicht spurlos vorübergeht, wie Moderatorin Randi Krott bemerkt. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, die Leute waren ja nicht unvorbereitet. Es ist ein Thema, das seit Wochen in der Diskussion ist, durch die Entscheidung im Bundestag. Es gibt ja jetzt seit Herbst letzten Jahres die Entscheidungslösung. Es ist ein Thema, womit sich jeder auseinandersetzen muss, weil schon jeder Post von seiner Krankenkasse bekommt. Er muss sich jetzt entscheiden, will ich meine Organe nach meinem Tod spenden oder nicht. Und insofern glaube ich, man ist nicht ganz unvorbereitet. Und ich glaube auch die hier hinkommen, interessieren sich für das Thema, wollen da was wissen und sind im Grunde wie so ein Schwamm, der was aufsaugen will. Doch neben der aufreibenden Brisanz des Themas ist es nicht zuletzt der Ort, der die Stimmung der Reihe wesentlich mitbestimmt. Ich finde schon, dass dieser Ort einen in so eine fast demutsvolle Haltung bringt, was hier alles gewesen ist, was hier alles passiert ist. Und ich habe nur gedacht, wie gut, dass wir dieses Thema jetzt hier auch haben. Also hier müssen wesentliche Dinge besprochen werden. An jenem Ort, wo sonst die Kommune über das Schicksal der Bürger entscheidet, werden diese nun aktiv in die Diskussion gesellschaftsrelevanter Themen mit einbezogen. Für die Initiatoren der Reihe ist das Ziel klar definiert. Wir haben alle die gleiche Zielsetzung. Wir haben keine Absichten. Wir wollen keinen finanziellen Gewinn dadurch haben, sondern wie ich dann zwischendurch mal gesagt habe, man muss sich nicht fragen, was der Staat für einen tun kann, sondern was wir als Bürger für unser Land tun können. Und so ist die Initiative zu verstehen. Das erste Duisburger Rathausgespräch war an diesem Sonntag ein einschlagender Erfolg. Doch auch in Zukunft werden die Rathausgespräche ein Forum bilden, an dem die essentiellen Duisburger Themen diskutiert werden.